Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Herzlich willkommen zu dem verspäteten Monatsfavoriten-Video. Wir sind schon mitten im August und ich zeige euch erstmal meine Juli-Favoriten. Und einige Produkte davon schleppe ich tatsächlich schon sogar seit Juni mit mir. Aber ich habe mir jetzt alles notiert und deswegen werde ich heute an alles denken, an das ich denken wollte. Und ich hoffe, dass das Video nicht ganz so lang wird wie sonst. Wir starten heute ganz ungewöhnlicherweise, aber auch damit ich es nicht vergesse, mit einer Serie, die ich euch empfehlen möchte. Und zwar When They See Us. Und also wenn sie uns sehen, sozusagen wörtlich übersetzt. Das ist eine Serie bestehend aus 4 Folgen, gibt es auf Netflix. Und diese Serie basiert auf wahre Begebenheit. Und ich muss sagen, wir haben das tatsächlich an einem Stück geguckt, mein Mann und ich. Und wir waren total geflasht, wir waren total schockiert. Ich habe fast die ganze Zeit durchgeheult, weil ich es nicht fassen konnte, dass so viel Unfairness, so viel Diskriminierung und. Also wirklich sehr, sehr spannend. In den 80ern in New York geht es um einen Vergewaltigungsfall. Es kann kein Täter gefunden werden, deswegen suchen Polizisten nehmen sich einfach so Jugendliche und die sind natürlich schwarz. Das war in den 80ern ja sowieso ein ganz großes Thema. Und wie das einfach alles verläuft und passiert und eben, dass es eine wahre Begebenheit ist, ist einfach wirklich krass. Also erstmal, diese Serie kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Es ist keine leichte Kost, das muss ich dazu sagen, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant und super spannend. Ich habe gerade New York gesagt. Ich war ja im Juli in New York mit meinem Mann. 10 Tage insgesamt. Es war ein Traum, sage ich euch. Es hat so viel Spaß gemacht, auch wenn ich schon zum 4. Mal da war. Aber ich habe trotzdem wieder was Neues erlebt. Ich habe viele Dinge schon wieder gesehen und schon wieder lang gelaufen und so weiter. Aber es ist einfach wunderbar, wirklich. Ich liebe es. Und vor allem, wenn man mit jemandem unterwegs ist, auch privat, der zum ersten Mal da ist, dann ist es umso schöner. Aber ich habe euch, glaube ich, davon schon genug erzählt auf Instagram. Wenn ihr mir da folgt und auch meine Stories geschaut habt, ich habe ja jeden Tag so viel gepostet. Und ja, falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Schaut unbedingt vorbei. Ich habe auch gefragt, ob ich meine Stories so teilweise in die Highlights packen soll. Es haben nicht so viele geantwortet, deswegen habe ich es nicht gemacht. Also falls ihr euch wundert, dass bisher noch nichts drin ist. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, aber jetzt folgt, also meldet euch irgendwie und schreibt mir dazu, falls ihr meine Empfehlungen, zum Beispiel was Frühstück angeht und Sightseeing und so weiter, sehen möchtet in den Highlights, weil die Story ist ja nach 24 Stunden weg. Dazu kann ich euch auf jeden Fall 2 Apps sehr empfehlen. Die eine ist so selbstverständlich, dass man gar nicht darüber spricht, aber ich muss sagen, ich kann mir mein Leben ohne nicht mehr vorstellen, und zwar Google Maps. Und diese App kann ich mir nicht nur nicht mehr ohne vorstellen, in Bezug auf New York, sondern überhaupt, Leute, ganz ehrlich. Wie oft bin ich jetzt zu Hause und habe irgendwelche Termine, habe irgendwelche Meetings, muss jemanden irgendwo hinfahren oder abholen oder bin irgendwo verabredet, wo ich noch nie war. Und ich bin immer auf Google Maps, wirklich. Ich glaube, das ist bei mir auch die meistgenutzte App. Wenn Social Media nicht mein Job wäre, dann wäre ich sicherlich die meiste Zeit auf Google Maps oder beziehungsweise würde am häufigsten diese App nutzen. Ich muss sagen, ich liebe es einfach, dass man dort nicht nur von A nach B kommt, sondern auch Restaurants findet und dazu direkt die Empfehlungen oder eben keine Empfehlungen, die Telefonnummer und die Öffnungszeiten und so weiter. I love it. Und ich kann euch das nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Ihr könnt auch teilweise die Orte, die ihr findet, auch einfach abspeichern und so weiter. Falls ihr zum Beispiel schon von zu Hause aus euch so ein bisschen ein paar Locations oder eben Punkte abspeichern möchtet, dass ihr das nicht vergesst und so weiter, könnt ihr alles auf Google Maps machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich dafür Zeit zu nehmen und wirklich alle Benefits von dieser App herauszufinden, denn es ist eben nicht nur eine Mappe, die einen von A nach B bringt. Das wollte ich nur mal sagen. Und dann gibt es noch eine App, die heißt Ulmon, jetzt richtig auf Denglisch ausgesprochen. Und diese App, liebe Leute, ist auch einfach nur mega, wenn ihr nach Amerika reist. Ich war letztes Jahr in Florida mit meiner Schwester, da haben wir auch diese App genutzt, jetzt in New York. Letztes Jahr war ich auch in New York und dieses Jahr in New York. Immer diese App benutzt. Dort habt ihr nämlich eine Offline-Karte von Amerika, je nachdem, wo ihr euch eben befindet. Wir hatten zum Beispiel Manhattan und Brooklyn und so weiter, halt eben New York. Und diese Karte konnten wir dann auch offline nutzen über diese App.
Und das ist auch so Hammer. Dort kann man auch seine Highlights eintragen, als Sternchen abspeichern. Dann seht ihr die Karte im Großen, dann seht ihr überall eure Sternchen, wo ihr überall hin wolltet. Und dann könnt ihr auch berechnen lassen, wo es sich, also nach welcher Reihenfolge sich eher lohnt, lang zu laufen, dass man möglichst in kürzeren Weg, falls es überhaupt geht, möglichst viele Punkte sozusagen abarbeitet oder eben sieht. So, das fand ich auch sehr, sehr praktisch, weil in New York, da ist natürlich die Subway Connection einfach perfekt. Da kann man so easy, also wirklich nirgends sonst auf der Welt kann man einfacher mit der U-Bahn fahren als in New York, muss man wirklich sagen. Denkt man zwar nicht, weil man denkt sich, oh Gott, New York, wie soll ich da überhaupt klarkommen? Aber da, wie dort einfach die U-Bahn funktioniert, nirgends anders auf der Welt funktioniert es einfacher, wirklich. Wir sind aber trotzdem sehr, sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen. Wir sind insgesamt am Ende 80 Kilometer gelaufen in den 9 Tagen. Den 10. zähle ich nicht, das ist mir schon abgereist. Ja, man kann sehr, sehr viel zu Fuß erreichen. Und es lohnt sich natürlich auch absolut, weil alles sehr, sehr sehenswert ist. Und wenn ihr irgendwelche Shows oder sowas besuchen möchtet, irgendwelche Sightseeing-Touren machen möchtet, dann kann ich euch auch sehr empfehlen, euch vorher online zu informieren. Es gibt immer irgendwelche Voucher, wo ihr was sparen könnt, wo ihr zu zweit den Preis von einem und so weiter gehen könnt. Also informiert euch am besten auch online immer, bevor ihr etwas unternehmt. Und ansonsten steigen wir auch schon ein mit meinen... Oh, ich bin jetzt schon bei 8 Minuten, das gibt's doch nicht. Wir machen jetzt schnell Durchlauf. Wir machen alles von hinten nach vorne. Jetzt zeige ich euch meine neue Handtasche, Leute. Oh mein Gott, ich bin so in love. Ich hoffe, ihr gönnt mir das alle. Weil ich gönne auch jedem alles, was sich jemand gönnt und kauft, worauf er hinspart und was ihn einfach glücklich macht. Deswegen. Aber auf Social Media ist es so schade, dass man sich immer vorher kurz vorher erklären muss oder rechtfertigen. Nee, rechtfertigen würde ich das nicht nennen, aber so ein bisschen so erklären, um einfach ganz viele Kommentare vielleicht sich irgendwie ersparen zu können oder so, wie auch immer. Ich will jetzt nicht mit was Negativem anfangen, weil das ist positiv wie sonst was. Das ist meine neue Handtasche. Sorry, die ich musste leider Softboxen anmachen, weil draußen ist jetzt schon der Herbst. Und diese Handtasche ist von Chloe. Das ist die Tess Bag in Mini. Und die hat hier so einen Griff. Sie hat auch noch ein... so einen Griff, so einen braunen. Das ist genau die gleiche Farbe und Style eben, wie jetzt hier unten lang läuft. Es hat eine goldene Hardware und es sieht einfach wunderschön aus. Ich freue mich sehr darauf, die einfach so zu tragen oder auch Crossbody. Das ist absolut mein Geschmack. Und ich muss sagen, eine weiße Tasche... Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Auf Instagram haben schon ganz viele geschrieben, dass sie sie cool finden. Wenn ich schon Geld investiere in teure Sachen, in Designer-Sachen, vor allem Taschen, dann versuche ich auf jeden Fall, mich für die Modelle zu entscheiden, die möglichst neutral sind, die zu vielen Sachen auch passen. Also Kleidung zum Beispiel, ne, oder verschiedenen Stilen, dass man das irgendwie zu so einem gemütlicheren Look tragen kann, aber auch zu einem super schicken. Und bei dieser Tasche muss ich sagen, ich habe sehr, sehr lange eine weiße, sehr schöne Tasche gesucht und es ist nicht einfach. Es gibt sehr viele schöne Taschen in Creme und in Schwarz sowieso, aber eine schöne weiße Tasche zu finden ist nicht so einfach. Und dann sollte sie natürlich auch irgendwie zu mir passen. Und dann, nächstes Hindernis bzw. Herausforderung, mein Handy sollte da reinpassen, denn ich habe so ein iPhone XS Max, heißt es, glaube ich, und das passt rein. Also da kann ich euch beruhigen, falls ihr euch auch für diese Tasche interessiert. Und ich habe erstmal nur diesen Griff, weil jetzt für die sommerlichen Looks, also wenn man noch relativ leichte Kleidung anhat, finde ich, reicht dieser Griff total. Wenn wir dann uns dann wirklich Richtung Herbst bewegen und die Mäntel kommen und die warmen Pullis und so weiter, dann werde ich auf jeden Fall auch dieses Band dran machen. Dann sieht es auch super cool aus, wenn man das Crossbody trägt. Ich finde die Tasche wunderschön, wunderschön und ja, I love it. Dann machen wir mal weiter mit einem damit. Oh mein Gott, so unspektakulär, kontrastreicher geht es einfach nicht, ja, von so einer Designer-Handtasche zu einem Waschlappen. Und den habe ich euch kürzlich erst gezeigt in einem Video. Das ist ein Peeling-Schwamm für den Körper. Und ich finde den einfach, ja, ich muss sagen, der ist einfach Hammer. Weil das Schöne daran ist einfach, dass wenn man den nass macht, dann wird er natürlich auch viel weicher. Man kann damit die ganzen toten Hautschüppchen von eurem Körper abnehmen. Wenn ihr danach die Pflege auftragt, wird die viel schöner aufgesaugt und eingezogen. Eure Haut fühlt sich weicher an. Sie wird besser durchblutet und
Hautbehandlung und ganz viele Vorteile hat überhaupt ein Peeling. Ob es den Körper angeht oder auch das Gesicht. Und was hier natürlich ein Riesenvorteil ist, dass ihr kein Produkt braucht. Ihr könnt ganz normales Duschgel drauf machen und let's go. Das ist natürlich auch sehr schön für die Umwelt. Ne? Man braucht nicht extra Peeling-Produkte, diese Körnchen und so weiter, sondern man nimmt einfach so ein Schwämmchen. Und ich hatte das gekauft beim TK Maxx, aber ich muss sagen, ich habe das auch online gefunden. Deswegen werde ich euch das verlinken, so wie auch sonst alle Sachen, über die ich spreche oder die sich verlinken lassen. Ganz große Empfehlung. Benutze ich nicht bei jeder Dusche. Ich will das auch nicht so überreizen, aber so einmal die Woche schon auf jeden Fall. Und kommen wir zu den Beauty-Produkten, bevor ich hier zusammenbreche, weil mein Husten ist immer noch da und die Nase läuft. Oh mein Gott. Und ich singe immer, ich weiß nicht warum. Beauty. Einmal ein Duft. Oh Gott, Leute. Ich habe den ja einfach... Keine Empfehlung, habe ich nur bei keinem gesehen, nicht gehört, dann keinem gerochen. Ich war einfach im Douglas und habe mir gedacht, so, es wird Zeit für einen neuen Duft. Ich liebe Düfte über alles, wisst ihr ja. Habt ihr übrigens mein Video gesehen, wo ich meine ganzen Sachen ausgemistet habe, so Make-up und wo ich euch auch meine Parfümsammlung gezeigt habe? Wenn nein, dann klickt auf dieses i oder schaut euch am besten das Video an, wenn ihr hier fertig seid. Auf jeden Fall, das ist ein neuer Duft für mich. Ich glaube auch so, dass er neu ist. Von Issey Miyake L'Odyssée Pure Nectar. Dieser Duft, Leute, ist der Burner. Der hält so lange, 100 Jahre. Ihr braucht vielleicht nur zweimal draufsprühen und schon hat er wirklich, ist er super intensiv. Und der war auch teuer. Deswegen finde ich das auch gut, dass er so viel, dass man nicht so viel draufsprühen muss, um den größten Effekt davon zu haben. Ich habe schon so viel aufgebraucht. Mir graut es schon, dass ich irgendwie... bald bzw. irgendwann damit fertig bin, da habe ich gar keine Lust nämlich. Der Duft ist sehr süßlich und feminin und so typisch, was ich halt gerne habe. Ich werde euch die Ingredients, die Inhaltsstoffe bzw. die Duftnoten hier draufschreiben. Vielleicht könnt ihr es euch einfach dann besser vorstellen, wenn ihr das durchlesen könnt. Einfach ein Bombenduft. Seit ich den gekauft habe, mein Riesenfavorit. Dann, Freunde, ein Setting Spray, schon zur Hälfte fast aufgebraucht. Gut, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, ja, so ein Drittel auf jeden Fall, ein bisschen mehr. Ein Setting Spray von Becca Skin Love. Glow Shield Prime and Set Mist. Infused with Glow Nectar Brightening Hydra Complex. Ja, auf jeden Fall, das verleiht Feuchtigkeit, kann ich auf jeden Fall sagen. Der Sprühkopf, Leute, ist der Hammer. Das ist so, der Nebel ist so fein, dass ich mir manchmal denke, ist da schon was drauf? Habe ich schon, ich bin noch die ganze Zeit am Sprühen. Kommt da was auf das Gesicht? Und, also das lässt euer Make-up auf jeden Fall frischer aussehen. Alles verbindet sich schön miteinander, alles leuchtet, es ist schön gepflegt und sieht so, einfach gepflegt aus, wirklich, wie ich schon sagte. Als hättet ihr euch frisch vorher eine Feuchtigkeitscreme drunter aufgetragen. Ganz tolle, ganz, ganz tolle Setting Spray, gerade mein allerliebstes. Und das riecht auch einfach unglaublich angenehm. Ich finde, das riecht nach einer Mischung aus Melone und Gurke. Richtig sommerlich, finde ich Hammer. Und dann noch die letzten Beauty-Favoriten. Einmal dieses Duo hier. Und wahrscheinlich wisst ihr auch schon, wovon ich spreche. Und zwar einmal ein Lip Liner von Becca in der Farbe Breezy. Das ist so ein Nude-Ton. Und dann ein Lippenstift ebenfalls von Becca in der Farbe Bare. Und das ist auch so ein nude-farbener Lippenstift. Was die perfekte Kombi hier einfach ausmacht, ist, dass der Lip Liner einen Ticken dunkler ist. Und da sind beides eben so Nude-Töne. Und wenn ihr das auftragt und den Lip Liner so ein bisschen über die Lippenkontur malt, was ich sehr gerne mache, zum Beispiel bei meiner Oberlippe, weil sie etwas schmaler ist als die Unterlippe, dann habt ihr einfach den perfektes Nude-Ton überhaupt auf den Lippen. Das ist nicht zu hell, dass es tot aussieht, das ist nicht zu braun, dass es gleich so voll geschminkt ist, aber es ist einfach... wunderschön. Es macht so einen gleichmäßigen Ton. Das sieht so cremig aus, so gepflegt und nicht austrocknen. Das ist nämlich auch kein mattes Finish und I love it. Ich habe das wirklich rauf und runter getragen. Deswegen wollte ich euch das unbedingt heute zeigen. Und die letzten zwei Favoriten, einmal dieser Concealer. Den habt ihr auch schon bei mir gesehen in der Drogeriewoche. Und zwar der Camouflage Concealer von Essence. Healthy Glow Concealer. Waterproof Vitamin Complex. Ein Concealer, der einfach Hammer ist für seinen Preis, muss man wirklich sagen. Der Ton ist vielleicht ein bisschen zu hell, obwohl ich, Leute, wir haben August, guck mal bitte, wie weiß ich bin, das gibt's doch nicht. Ich muss auf jeden Fall mal wieder in die Sonne, wenn sie denn rauskommt.
es regnet, glaube ich, 2.0 oder 20. Das ist ein Concealer, den man auf jeden Fall nicht setten muss. Der trocknet die Stellen unter meinem Auge nicht aus. Ich habe nur beobachtet, wenn ich das mit dem Pinsel auftrage, sieht es irgendwie besser aus, als wenn ich es mit dem Schwämmchen auftrage. Komisch, frag mich nicht warum. Der lässt sich super verblenden, der hat eine sehr, sehr schöne Deckkraft und trocknet eben die Partie unter dem Auge nicht aus, obwohl meine Haut trocken ist. Deswegen ganz, ganz toller Concealer, wirklich für wenig Geld. Und ein letztes Produkt ist ein Augenbrauenprodukt und zwar von Love. Browtitude 2-in-1 Brow Tint und Filler Gel. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Aber es wäre ja kein Favorit, wenn ich es irgendwie zum ersten Mal zeigen würde. Dieses Produkt hat an der einen Seite so eine Spitze, die getunkt ist in Farbe. Einfach wie so eine Art Pinsel. Mit dem könnt ihr Härchen nachzeichnen, könnt super präzise damit sein, wunderschön. Und die andere Seite hat so ein Bürstchen, ein kleines, feines, mit dem man auch sehr schön und präzise seine Härchen kämmen kann. Und die Kombi ist einfach für mich perfekt. Man muss zwar in der Anwendung so ein bisschen, ja, sich dran gewöhnen, sich drauf einlassen, ausprobieren und so weiter. Aber erstens mal finde ich die Farbe Hammer, weil es ist nicht so ein rötlich, nicht so warm. Man sieht ja sehr, sehr viel von meinem Naturhaarton jetzt, deswegen können die Augenbrauen wieder ein bisschen dunkler sein. Und ich finde insgesamt, dass es super toll Farbe abgibt und dass es einfach so irgendwie mal was anderes ist. Und man hat ein Produkt und hat irgendwie alles auf einmal da, 2-in-1. Ich bin gerade so ein bisschen schlecht im Beschreiben, es tut mir leid. Weil ich merke gerade, mir geht es noch nicht gut genug für Videos drehen. Aber ich habe keinen Bock auf der Couch zu liegen, ich will viel lieber arbeiten. Naja gut, okay, auf jeden Fall vielen Dank auch für eure ganzen Tipps auf Instagram, was man so machen kann gegen Husten und sowas. Schreibt mir mal, ob ihr gerade vielleicht auch erkältet seid. Wie saublöd ist es, oder? Im Sommer, wie geht das überhaupt? Ich habe das Gefühl, irgendwas in der Luft geflogen und ich habe irgendwie so ein Virus abgefangen oder so. Auf jeden Fall war es das mit meinem Favoritenvideo. In 2 Wochen kommt ja theoretisch schon das nächste. Naja, gut. Ich hoffe, ihr schaut die Videos gerne und hinterlasst mir sehr gerne ein Feedback. Schreibt gerne, was euer Favorit ist, auch aus diesem Video. Was findet ihr gut? Wie findet ihr meine Tasche? Und kennt ihr vielleicht schon die Serie When They See Us? Wie findet ihr sie? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und ganz, ganz viel Gesundheit. Bis dann!